So, ihr zwei habt nichts zu tun. Glaube ich auch nicht. Machen wir hier Replace Roots. Hoffentlich machst du das Richtige. Sonst muss ich gleich wieder neu starten. Ach, Gott sei Dank. Das wird uns gleich wieder verbuggt. Also, Jungs, ihr sollt... Oh, oh, komm, Wildschwein. Ihr buddelt mal... Jetzt unterhalten die sich schon. Okay, okay, ich sehe es ein. Buddeln, 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 buddeln. So, dramatische Musik. Es wird nämlich dunkel. Und da kommen die Biester raus. Die können ganz schön garstig sein teilweise. Gerade am Anfang. Denn wir haben noch nicht so viele Möglichkeiten, Lebenspunkte zurückzubekommen. Also Essen ist ein bisschen knapp. Wir haben keine Betten, wo drin sie schlafen könnten, um Lebenspunkte zu generieren. Also vorsichtig sein. Oder einfach Glück haben. So, wir brauchen eine Leiter, zwei, drei, vier Leitern. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Ja, die mögen das nicht zu klettern. Haben wir noch ein... Leider gebaut, ja. Haben wir noch mehr Holz? Nein, wir haben gar kein Holz. Das ist echt nicht schön. Das Totem übrigens, was wir beim ersten Level abbekommen haben, das ist sowas ähnliches wie das Dungeon-Herz, wenn ich das richtig verstanden habe, aus Dungeon Keeper. Das heißt, zum einen deklariert es erstmal eine Umgebung als seine Festung, wenn es in einem abgeschlossenen Haus ist. Dann muss es allerdings auch beschützen, weil wenn es angegriffen wird, dann könnte man halt verlieren. Denke ich mir jedenfalls. Ich war noch nie in der Verlegenheit, dass das angegriffen wurde. So, du hast nichts zu tun. Dann grab dich doch mal da durch. Das hier sind übrigens keine fleischfressenden Pflanzen. Auch wenn die so aussehen. Oh, neuer Zwerg. Sondern einfach nur Pflanzen, die man abbauen kann, um Blätter zu bekommen. Ein Magierbuch. Erhöht die Kraft von Zaubersprüchen. Was haben wir denn überhaupt für Zwerge? Ausrüstung. So, du bist ein Kletterer. Nee. Du bist ein Müller. Du bist ein Mineur. Keiner davon ist wirklich ein Magier. Na gut, dann liest du mal das Zaubererbuch. Dann bist du jetzt Müller und Magier. M&M. Und mit drei Zwergen wird das gleich ein bisschen schneller gehen. Warum läufst du ganz da hinten hin? Da ist ein Wildschwein. Und hinter dir ist ein Teich. Das ist nicht die beste Grundlage. Hier ist doch nichts mehr zu tun für euch. Ich habe doch alle Aufträge weggenommen. Sehr komisch. Genau, geh mal wieder nach Hause. Und hack den Baum hier bitte. Oh, ein Hühnchen. Und den und den und den und den Baum auch noch. Swoosh. Und beim Level-Up haben wir übrigens auch, wie vorhin erwähnt, wieder volle Mana bekommen. Jo, ein Zwerg ertrinkt. Also sie können schwimmen, aber sie mögen das nicht wirklich. Wenn sie zu lange im Wasser sind, dann gibt es halt Probleme. So, du schlag dich mal hier durch zum Eisen. Sehr gut. Was haben wir noch? Die Zwerge sind beschäftigt. Den können wir eine Holzbrücke bauen. Nö, haben wir kein Holz für. Und einen Tisch brauchen wir auch Holz für. Ich sollte mal ganz kurz die Aufträge hier pausieren, indem ich die Verbindung kappe, damit alle Zwerge halt hier oben Holz hacken. Oh oh. Oh oh. Die Aufträge ganz schnell weg. Sonst laufen die hier hin und werden von diesem Oger und wie viele Skeletten? Wow. Drei Skeletten angegriffen. Anscheinend können die nicht durch das Portal durch, das ist schon mal gut. Und da kommen sie nicht rüber. Ja, da haben wir nochmal richtig Glück gehabt. Ich denke mal, die hätten uns alle töten können. Und das wäre es denn gewesen mit dieser Festung, in Anführungszeichen. Dann mach halt diesen kleinen Baum da kaputt. Und wir... teleportieren uns mal hier hin. Greifen das Wildschwein an.
Oh oh. Was? Hey, 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 hey. Was machst du da? Ja, jetzt könnte mit Ansehen wie Zwerge sterben. Ach, die machen. Das ist ja übel. Die machen eine Räuberleiter, um über Hindernisse hinwegzukommen. Ach, das ist krass. Geister sind auch dabei. Oh, weia, weia, weia. So, bringt das Wildschwein um. Die fliehen vom Wildschwein, fliehen vom Oger und überhaupt. Aber es wird gleich hell. Sehr gut. Nee, was machst du da? Du? Weglaufen. Weglaufen. Weglaufen, weglaufen, weglaufen. Also ja, die Funktion ist super praktisch, dass man wirklich Kontrolle übernehmen kann über die Zwerge. Weil die machen manchmal Sachen, die man einfach nicht haben will. Und dann, ja. Also, wir haben überlebt. Kein Zwerg ist gestorben. Aber ein Lebenspunkt, anderthalb und ein Achtel oder so. Das ist nicht so schön halt. So, jetzt können wir die aber in Ruhe abbauen. Dann sollten wir uns beeilen, hier unten irgendwas hinzubekommen. Oder hier was hochzubauen. Denn noch so einen Angriff überleben wir nicht. Und der Baum muss weg und da muss mehr Dirt drauf, damit sie nicht rüberklettern können. Ja, ans Eisen könnten wir ran, aber das brauchen wir noch nicht. Wir brauchen einen Tisch. 1, 2, 3, 4, 5. Bauen. Dann brauchen wir eine Brücke. 1, 2, bauen. Also nicht, weil wir die Brücke selber brauchen, sondern einfach nur, weil wir die Erfahrungspunkte haben wollen und im Tech-Tree weiter freischalten. Wir haben Fleisch. Achso, die müssen wir jetzt dann positionieren. Dann bau doch mal bitte da einen Tisch hin. Und bau hier eine Brücke. Da müssen gleich wieder Erfahrungspunkte reintrudeln. Oh, ein Schaf. Da hinten ist ein Friedhof, da kamen wahrscheinlich die Skelette her. Also in die Richtung sollten wir uns nicht ausbreiten. Eine Basis, genau da, wo Skelette spawnen, ist keine gute Idee. So, wie sieht es eigentlich mit restlichen Werkzeugen aus? Ich glaube, wir brauchen noch... Close, close, close. Und jetzt können wir das auch endlich schließen, diese aufpoppenden Fenster, und müssen uns nicht jedes Mal den Tech Tree angucken. Also wir brauchen noch mindestens eine Steinaxt. 1, 2, 1, 2, bauen, bauen. Ausrüsten. Du hast alles, was du brauchst. Du bist ja auch unser Zwerg Nummer 1. Du bist Zwerg Nummer 2. Du hast schon mal kein davon, kein davon. Also, Zwerg Nummer 3. Hat keine Keule. So, alles gut. Alles gut. Alles gut, das war's. Also, 3 Zwerge. Top Ausrüstung, die wir uns gerade leisten können. Käfer tot. Aha. Holz kommt jetzt neu rein. Stein ist das Problem, richtig? Schaut so aus. Fackeln. Fackeln können wir unten hinsetzen. Also genau, hier soll später unsere Festung hin. Das heißt, wir können hier schon mal abbauen. So, um da dann die ersten Gebäude reinzusetzen. Eisen brauchen wir noch nicht, kommt später. Die Schnecken. Warte mal. Bestiarium. Zombie, Riesenzecke. Mehr haben wir noch nicht. Wie jetzt? Kann ich hier nicht blättern? Das ist schade. Hier sind noch Tutorial-Tipps. Aber nö. Ich hätte gerne eine Liste davon, was die Leute noch ungefähr droppen. Weil ich bin mir nicht ganz sicher, was die Schnecken dabei haben. Wahrscheinlich... Schleim haben wir gar nicht. Bestimmt keine Äpfel.
Aber sie sind ja nicht aggressiv, das ist schon okay. Also Jungs, ihr holt Holz, ihr holt das. Hier unten kommt ja ein Stein rein. Und wo zur Hölle willst du hin? Hier ist nichts deklariert als Bau bitte ab, oder? Ich glaube, er läuft jetzt ganz da hinten hin, um diese Büschel hier wegzumachen. Weil er denkt, da wir das abgebaut haben, ist das Teil unserer Festung und muss dann halt immer geputzt werden. Kein Weg. Oder liegt irgendwo eine Ressource auf dem Boden? Hey. Das weiß ich auch noch nicht ganz, ob man irgendwie angucken kann, was er gerade vorhatte. Das muss auch noch weg. Ich gucke einfach auf den Zwerg selber rauf. So, deine Aufgabe momentan ist Digging. Also er hier mit dem Sims-Kristall oben drauf, den wir gerade ausgewählt haben, wird jetzt hier hinlaufen und diggen. Nehme ich an. Oder er macht gar nichts. Nehme ich jedenfalls an. Ich kann nicht sagen, dass er an dem und dem Feld diggen will. Das ist ja vielleicht eine schöne Änderung. Also dass man dann, wenn man einen Zwerg ausgewählt hat und seinen Befehl anklickt, dass das Feld, was er als nächstes abbaut, irgendwie farblich hervorgehoben wird oder so. Aber ja, mal gucken. So, kein Stein. Dafür gleich ein Kristall. Wobei ich noch nicht weiß, wofür der Kristall da ist. Und wir haben ganz schön viel Mana, also könnten wir uns eigentlich mal irgendwo hin teleportieren. Wo wir die Steine bekommen. Ja, also wieder hier oben, hm? Ja, dann können wir auch gleich das hier beheben. Also, Portal auf. Abbauen. Und auf den Craft Tree gucken. Also, nächster Schritt wäre ein Kochtopf. Und oben ein Grasdach. Hier haben wir noch eine Holzwand. Holzwand ist der erste Schritt zu einem richtigen Haus. Also man braucht es, glaube ich, nicht, aber es sieht schon schick aus. Und wir haben noch keine wirkliche große Bedrohung. Also ja, die Monster nachts sind ziemlich nervig und können uns auch töten. Aber eine wirkliche Bedrohung wäre eine Belagerung, wie man sie aus Dwarf Fortress kennt. Die wird aber hier Gott sei Dank angekündigt. Das heißt, es kommt dann irgendwann eine Nachricht, in einer halben Stunde wird die angegriffen von dem und dem Gegnertyp. Und dann kommen mehrere Wellen von dem Gegner, die man einfach überleben muss. Das heißt, sobald sowas auftaucht, würde ich sofort unsere Ressourcen und Abwehranlagen und so weiter dementsprechend ausrichten. Jetzt dümpel ich eigentlich nur vor mich hin. Das da bitte auch abbauen. Da sind Steine drin. So, genau. Stein und eine Münze. Sehr schön. Und da ich nicht will, dass da so komische Löcher in der Wand sind, setze ich da wieder ein Dirt hin. Dirt. Wird wahrscheinlich später eh durch Holzwände ersetzt, aber momentan können wir es uns noch nicht so wirklich leisten. Also ja, wir haben recht viel Holz, aber das brauchen wir auch. Also für mehr Werkzeuge später und für Türen, für Tische und Workbenches und Fässer und, ne? All das ganze Holzzeug halt. So, das ist schon mal die Grundlage für unsere Festung. Hier könnten wir jetzt aber mehrere Betten reinstellen, als so eine Art Kaserne. Das heißt, wenn man reinkommt, sind unten die Betten. Hier oben sind meinetwegen eine Workbench, eine Schmiede und ganz weiter unten, also eine Etage weiter unten, unser Totem. Das wir übrigens mal setzen sollten, fällt mir gerade auf. So, wir brauchen auch neue Leitern. Leiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Schon haben wir nur noch 13 Holz. Da eine Leiter hin, bitte. Ja, okay. Aber gut, machen wir für diese Folge erstmal kurz Schluss. Ich hoffe, ihr habt soweit einen guten Einblick bekommen. Das Spiel an sich, wie ich am Anfang auch schon erwähnt habe, ist für mich schon jetzt ziemlich abgerundet. Es macht tierisch Spaß zu spielen, auch wenn es zwischenzeitlich ein wenig langatmig ist, weil man halt sehr viel abbauen muss und einfach nur wartet, bis die Zwerge fertig sind. Aber das kriegen wir schon überbrückt. Wir finden bestimmt immer irgendwas zu tun und wir sehen uns dann gleich wieder.